Ja, und ja, jedenfalls haben die in der Hauptstadt irgendwie ein ziemliches Problem gehabt, was Zombies und Skelette anging. Da wurde auch eine Seuche ausgelöst. Ist ja tatsächlich so, ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Wenn man nicht aufpasst, in Minecraft ist es tatsächlich so, dass die Dorfbewohner sich anstecken, wenn sie nicht sterben, und verwandeln sich dann 2, 3 Tage später auch zu Zombies. Jedenfalls hatten sie eine Krankheit drin. Ich meine, dank Creative Modus wurde das schnell ausgemerzt, aber nächstes Mal muss ich einfach dran denken. Und vor allem Backup setzen. Glaub mir, es hätte geholfen, wenn ich dran gedacht hätte, das Backup zu setzen nach dem letzten Speicherstand. Denn dann wäre nämlich mein Atlas noch da. Allerdings alle Bauvorschritte verloren. Also ich stehe da wirklich in einem Dilemma. Was mein Let's Play rettet, kann für die Baufortschritte negativ sein. Also man darf nicht vergessen, die bauen da auch, ich möchte nicht sagen Tag und Nacht, aber ein-, zweimal die Woche auch für einige Stunden dran, ne? Und stell dich mal vor, ihr baut da im Creative-Modus eine Ortschaft auf, dekoriert die und allen drum und dran und dann kommt ein Rollback, weil der Atlas verloren ist. Deswegen habe ich gesagt, okay, passt auf, ich akzeptiere das so und lauf lieber los, anstatt Baufortschritte halt zurückzusetzen. Das wäre ein bisschen unfair, meint ihr nicht auch? Ich meine, Fehler passieren. Aus dem Grund sind wir jetzt auch schlauer geworden. Wir wissen jetzt halt, dass man Kopien nicht unbedingt weiterführen sollte, sondern Kopien Kopien sein lassen. Beim ersten Mal ist es übrigens nicht passiert, wenn ihr euch jetzt wundert. Beim ersten Mal ist es nicht passiert. Scheiße. Sagt man nicht, ich weiß. Das ist das Richtige. Da man einen bereits vorhandenen Atlas mit hergebracht hatte und einfach die Kopie genommen hatte und mit eingefügt, sodass der Hauptatlas bestehen geblieben ist. Also das heißt, der Grundatlas war ausschlaggebend für das Nichtüberschreiben meines Atlas. Also von daher, ja, alles gut gegangen. Beim letzten Mal hat man nicht dran gedacht. Und nun sind wir alle ein bisschen schlauer, vor allem ich. Und weiß, ich kann mir eine Menge Arbeit ersparen. Ich muss mal gerade gucken, es wirkt gerade von hier aus sehr, sehr, sehr hoch. Ich ziehe jetzt mal die Reihe noch weiter, aber setze hier oben jetzt mal keine drauf. Also hier oben so drauf. Dann mache ich lieber noch ein bisschen Flachdach. Ich will nicht, dass das zu hoch wird, das Dach. Weil dann kann ich echt noch eine Etage einziehen. Ich habe das Gefühl, dass hier nicht nur einer, sondern sonst habe ich noch Kinder in der Nachbarschaft. Und davon habe ich echt schon mehr als genug in der eigenen Nachbarschaft. Obwohl ich... Nee, gibt es Kinder? I don't know. So müsste ich mir echt mal den NPC-Rent bauen. Wobei, es wäre schon cool, ne? Also es wäre wirklich edel, wenn hier wirklich eine Familie einziehen würde. Stellt euch das mal vor, so wirklich Mama, Papa mit Kleinkind oder so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wohl machbar muss es sein. Machbar muss es sein. Ich meine, ich kenne den NPC-Rent auch aus der Vergangenheit heraus. Man kann ja einen NPC hinstellen und kann ihn mit Texturen belegen. Unter anderem kann man aber auch einen NPC hinstellen und eine Zombie, also einen Kinderzombie dazu verwenden. Also hier diese Mini-Zombies. Wenn man auf dem eine andere Textur, nee, oder? Weiß ich nicht. Eine andere Textur legt? Ich weiß nicht, ob das gehen könnte, aber doch müsste eigentlich, ne? Wir bleiben jetzt aber erst noch auf der Seite und färben das gleich rot ein. Sonst müssen wir hier nämlich nochmal hochkrabbeln. Komm schon. Ach, ist das geil. So, dann hatte ich noch vor, wie gesagt, ich wollte ja hier unten bei dem süßen kleinen See da, wollte ich auch mal eine kleine Chill-Ecke bauen. Müssen wir uns mal was Hübsches einfallen lassen. Wir wollen ja unsere neuen Nachbarn nett begrüßen. Also zumindest habe ich das vor. Was ich ihr vorhabt, weiß ich natürlich nicht, aber ich hatte es auf jeden Fall vor. Wie sieht's aus mit der Tannen? Nichts zu sehen, ne? Muss ich wohl mal ein bisschen Knochenmehl verwenden, um die anzupusten. Ich hoffe, die kommen noch. Krasse Farbunterschiede, ne? Wobei, man muss das nämlich mal in der Gesamtheit sehen. Vielleicht wechseln wir auch gar nicht das Holz. Vielleicht bleibt es auch einfach. Das muss ich abschätzen und ja, mal gucken. Übrigens nehme ich jetzt hier auch mit OBS Studio auf. Wenn mir die Aufnahme gefällt, ich habe mittlerweile No Man's Sky und Assassin's Creed damit aufgenommen, bin eigentlich rundum zufrieden. Es gibt ein bisschen Einbußen in der Qualität. Ich hoffe, sie ist nicht so groß. Minecraft ist jetzt der erste Versuch. Aber ich denke, ich habe ein gutes Mittelmaß gefunden. Ich meine, die CPU ist so gut wie gar nicht ausgelastet, was ich überhaupt nicht verstehe. Wenn ich immer an Minecraft denke, wie schnell da mal Ruckler drin sind und so weiter. Ist ja auch egal. Jedenfalls, wenn die... Oh.
Wenn die Quali stimmt, werde ich einen Schritt weiter gehen und werde tatsächlich versuchen zu kombinieren. Das heißt, wie ich ja vorhin sagte, Streams in Kombination direkt mit Aufnahmen. Denn es macht auch Sinn. Man stellt euch mal vor, ich nutze Streams, um die Karte nochmal aufzudecken. Straßen zu bauen, irgendwas zu farmen. Und plötzlich ist dann ein NPC. Ich kann ja schlecht den NPC im Stream anquatschen, da habt ihr ja vom Let's Play nichts von. Und gerade dieses Quest-System ist wirklich genial. Also wenn die sich da wirklich was Gutes einfallen lassen haben, auch mit der Quest-Story und whatever. Also ich wurde informiert, es soll, ich hoffe es klappt auch alles so, wie es geplant ist. Es soll eine riesige Hauptstory geben. Dementsprechend habe ich übrigens auch gesagt, ne, okay, wenn die mir das bringt, dann macht es Sinn, den Atlas ruhen zu lassen. Es soll eine riesengroße Hauptstory geben, die mich ganz am Ende so oder so ins Königreich bringt. Also ich kann natürlich auf Erforschung gehen. Kann sagen, jo, ich gehe mal auf Suche, gucken, was ich finde. Oder aber ich warte einfach... Autschkin. Oder aber ich warte einfach ab, was man mir vorsetzt. Das klingt jetzt total bescheuert, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Wenn ich einfach ein bisschen geduldig bin und die Quest abwarte, es macht ja doch mehr Sinn. Vor allem, wenn du Minecraft was zu tun hast. Du einen Grund hast, loszuziehen. Vor allem jetzt umso mehr, weil ja ein Teil fehlt. Macht es eine... Oh Gott! Diese Carpenters-Mod. Das geht? Ja. Okay. Ja, wir müssen mal nachher einschätzen, ob das so genehm ist oder... Gott. Ein Plop gehört. Keine Ahnung, was es war. Das ist weg. Ach, schön. Ich habe sogar noch eine kleine Idee. Ich muss mal gucken, wie das nachher ankommt. Ach, egal. Ich muss mal gucken, wie das nachher ankommt. Ich will nachher noch ein bisschen mit Stützpfeilern hier arbeiten. Aber ich weiß auch nicht, wie die gebaut werden, ehrlich gesagt. Es gibt doch die... Hä? Achso. Es gibt doch diese dünnen Holz... Holzblöcke? Stämme? Weiß gar nicht. Bitte geh rein da. Nein, nicht hier. Ah, danke. Und die wollte ich halt als Zierde hier oben im Dach nehmen. Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Ich sagte vorhin, von außen designt, also von innen vor allem. Ich mag so eine Dachschrägen vor allem dann, wenn es hübsch ist. Ich kann jetzt Lobs entgegensetzen. Aber wie färbe ich das? Wisst ihr, was ich meine? Ich will es ja schon hübsch haben, letzten Endes. Aber... Ich glaube, das muss man nachher in der Gesamtheit sehen, oder? Ich weiß es nicht genau. Oh nein. Ich glaube, ich muss mir mit Erde verhelfen. Erde! Achso, und hier unten habe ich noch zwei Malettius. Also, ich weiß nicht mal genau, was das ist. Das Eisbergsalat ist oder so. Ich vermute mal, oder Chinakohl oder sowas. Was man hier, oder Spitzkohl. I don't know. Auf jeden Fall habe ich damit diesen Premium-Burger gebaut. Werde ich auch mal wegnehmen. Da werden wir uns Zäune bauen. Richtig hübsche. Mal müsste ich hier den Boden... Wie machen wir den Boden denn? Auch gelb? Ich meine, ist ein geiler Kontrast nachher, ne? Wenn dann irgendwie mal eine grüne Pflanze draufgestellt wird. Ich habe keine Zäune bei. Okay, wartet mal. Wir haben jetzt noch zweimal 60. Ich würde sagen, ich grab mich mal auf die andere Seite hoch. Und setze schon mal ganz grob dort das Dach. Ich habe erstmal pennen. Ah, da. Also wenn das Dach drauf ist, dann mache ich schon mal drei Kreuze. Es wird auf jeden Fall eine Special-Folge geben, sobald das Haus fertig ist. Vielleicht auch mit dem, in dem Moment, wo der Nachbar einzieht. Es macht sogar noch mehr Sinn. Der Nachbar, das ist ein guter Begriff. Mal gucken, was es am Ende wird. Muss ich mir merken. Der Nachbar. Gefällt mir besser als...
Postbote, Paketbote. Es ist ja noch unklar, was er ist. Es kann genauso gut ein Händler sein, der hier einzieht. Fakt ist nur, dass er unter anderem halt auch die Dings macht, die Paketen, eine Briefzustellung, so zumindest der Plan. Moment. Das sitzt direkt drauf, ne? Wie mache ich die da drunter? Muss ich wieder von unten buddeln, ne? Da habe ich überhaupt gar keine Lust zu. Voila. Ich muss. Hier geht's nicht nach Lust, junge Frau. Hier geht's nicht nach Lust. Hier geht's um ein Dach über dem Kopf. Ich muss mir gleich die Erde dort weghacken, damit ich überhaupt... damit ich überhaupt genug Erde habe, um die zweite Line zu ziehen hier. Klingt total falsch, ne? Zweite Line. Hm, gib mal her das weiße Zeug, ne? Mhm. Ja, das wird niemals reichen. Ich muss auf jeden Fall auf der gegenüberliegenden Seite alles weghacken. Ich hoffe, ich habe noch eine Schaufel im Inventar. Achso, das hatte ich vorher auch noch gemacht. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Sand noch gefarmt wegen dem Glas. Wir müssen nachher von außen mal optisch gucken, wie da am besten Fenster passen. Gut, Denkfehler. Der Baum ist cool, ich weiß. Ich werde ihn auch stehen lassen, aber das Dach muss schon einigermaßen passen. Halt unter das Dach weitergewachsen. Cool. Okay. Aber das ist gar nicht so abwegig, oben mit dem, was ich sagte. Haben wir im Prinzip nur ein gerades... Ne, drei, ne? Drei müssten es sein. Ah. Stürzen ist hier keine gute Idee. Ja, drei im geraden Sinne. Das finde ich spannend. Mal gucken, wie wir das machen. So macht es Sinn, ne? Genau. Wir haben niemals genug von diesen Slopes. Also auf jeden Fall muss ich noch Holz hacken gehen, so oder so. Beziehungsweise, wir haben noch genug Redwood. Davon jetzt mal ab. Ich kann auf jeden Fall noch einige bauen. Oh Gott. Warte mal, die lassen wir mal weg. Oh nein. Denk dran, die müssen wir holen. Die müssen wir holen. Ganz dringend. Ich muss nachher noch ganz dringend ein Thema ansprechen. Das brennt mir so auf der Seele. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt mache, weil das Problem ist, wenn ich damit jetzt anfange, ne? Dann komme ich von 0 auf 100, weil mich etwas in den letzten Tagen sehr, sehr aufgeregt hat. Was mich auch ein bisschen enttäuscht hat, muss ich sagen. Ich kann eigentlich ja mal anfangen, ist ja auch egal. Wie ihr in der Vergangenheit ja mitbekommen habt, einige Folgen drehten sich ja darum, an was ich so glaube oder welchen... wie sagt man denn? Verschwörungstheorien oder Verschwörungspraktiken ich nachgehe, was ich so verfolge in der Welt. Und... ich möchte vorweg mal gleich sagen, ich möchte niemanden aufzwingen, das zu glauben, was ich glaube. Das ist meine spezielle Meinung zu diesem Thema. Und es, ich hatte nie vor, irgendjemanden damit vorzuschreiben, an das zu glauben, was ich glaube. Oder was ich halt glaube. Sagen wir es einfach so, Kurzfassung. Nur ist letztens im Stream etwas passiert, womit ich gar nicht gerechnet hatte. Und zwar, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Das muss irgendwie ein Scherz gewesen sein und das wurde halt aufgegriffen. Thema Chemtrails. Chemtrails ist so ein Thema, gehört übrigens auch zu einer der Verschwörungspraktiken und Theorien, die ich auch verfolge. Und ehrlich gesagt gehöre ich zu den Menschen, die daran glauben, dass da irgendwas im Gange ist, weil das weltweit praktiziert wird.
Ich weiß nicht mal genau, ob ich darauf eingehen soll, warum ich daran glaube, weil der Hintergrund ist folgender. Was mich so ein bisschen enttäuscht hat, war die Art der Diskussion, die geführt wurde. Ich hatte halt erzählt, warum ich daran glaube. Und natürlich in einem Stream, man hat da seine 50, 60, 70 Viewer und natürlich gibt es ein Kontra. Es ist mir sehr wohl bewusst, es gibt die Leute, die nicht dran glauben und soll auch so sein. Das will ich niemanden querreden. Scheiße. Sagt man nicht. Ich weiß. Ich will das auch niemanden einreden, das zu tun. Nur weil ich es glaube, das ist absolut falsch. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Was mich aber enttäuscht hat. Ich meine, wenn man an etwas nicht glaubt. Zum Beispiel dieses Thema Chemtrails. Ich weiß, dass einige sagen, ey, ihr habt doch eine Klatsche, wenn ihr an so einen Mist glaubt. Andersrum sagen wir, die daran glauben, Leute, ihr seid einfach nicht offen dafür oder einfach nur blind und naiv. So, jetzt kommen wir in Konflikt. Die einen sagen, ihr seid blöd und wir sagen, ihr seid blöd. So, genau auf dieses Thema will ich hinaus. Und zwar, lasst es doch einfach gut sein bei der Thematik, wenn jemand an etwas glaubt. Man muss es ja nicht gleich blöd reden. Denn die Reaktionen auf dieses Thema waren, muss ich sagen, schon ziemlich niederschmetternd. Es war eigentlich so, dass im Stream, es gab natürlich die Pros und die Kontras. Ne? Also ich hatte oft Befürworter, die das ebenfalls glauben. Und versucht haben, wartet mal ganz kurz, ich muss einen Schluck trinken. Die versucht haben, mittels Beweise, in Anführungsstrichen, ich weiß, für euch sind es keine Beweise, den Leuten klarzumachen, dass da was in der Welt läuft. Ist ja auch egal. Ich als Streamer hatte irgendwie versucht, mein DayZ zu spielen. Und es ist in dem Moment schwierig, meinen Standpunkt darzulegen. Ich weiß nur eins, ich habe etwas in meinem privaten Leben erlebt, was ich nicht von der Hand weisen kann. Wirklich live erlebt, nicht aus den Medien, nicht aus dem Fernsehen. Und bis dahin, als ich das erlebt habe, wusste ich nicht mal so wirklich, was Chemtrails sind und warum und wieso. Und da hat meine Mom mich dann auf den laufenden Stand der Dinge gebracht. Sie ist da nämlich auch so hinterher. Und ab dem Punkt habe ich dann gesagt, okay, scheiße, was habe ich denn jetzt für Mist gemacht hier? Ab dem Punkt habe ich dann gesagt, okay, dem gehst du mal nach und ich habe recherchiert. Ich habe wirklich recherchiert und es muss irgendwas dran sein. Es ist wieder so eine Sache, wie ich auch in dem anderen Let's Play gesagt hatte oder in der anderen Folge. Es kann, aber muss nicht. Es ist für mich ein Indiz, daran zu zweifeln. Es ist genauso wie mit der Geschichte, außerirdische Leben, ja, nein, beweist du es mir, nein, beweist du es mir. Man kann es nicht beweisen, sonst wäre es ja nicht diese Theorie bzw. Praktiken, die da im Hintergrund abgelaufen wird. Es sind halt alles diese Theorien. Man kann es nicht beweisen, aber was ich unwahrscheinlich unverschämt finde, anderen Leuten ihren Glauben aufzuzwingen. Ich habe es ebenfalls nicht vor. Ich habe gesagt, ich glaube daran, aber ich habe niemandem gesagt, ihr müsst es jetzt automatisch auch tun. Aber wie dann drüber hergezogen wurde, so nach dem Motto, Mensch Mädel, oder bist du so blind, oder wie naiv seid ihr, oder solche Sachen, das Gleiche denken wir über die, die das nicht glauben, auch. Und dementsprechend lasst es doch einfach gut sein. Man kann es niemandem aufzwingen und es bringt auch nichts, Beweise zu bringen, da man da nicht rankommt. Wer sich nicht damit beschäftigt, ausgiebig beschäftigt. Also ich musste mich auch ausgiebig beschäftigen, weil ich am Anfang gedacht habe, nö, ist ein bisschen zu heavy, ne? Weil was da so in den Medien so breit getreten wird, was heißt nicht mal Medien, in den Medien wird es ja totgeschwiegen, aber was dahinterrum so passiert, was mit Filmmaterial schon festgehalten wurde. Ach so, sowas wurde zum Beispiel auch kommentiert. Ja, dann film das doch mal und zeig uns das. Ey, ja, ich fahre jetzt natürlich los. Passt auf, ich erzähle euch einfach, was ich erlebt habe. Ob ihr es glaubt oder nicht, ist mir jetzt auch scheißegal. Meine Eltern leben auf einem sehr, sehr kleinen, bescheidenen Dorf. In einer Gemeinde, die nicht mal 400 Einwohner hat. Und da ist Natur pur. Natur pur. Keine Chemie, keine nichts. Also es gibt dort gar nichts. Das Einzige, was es dort gibt, das Gebiet ist ein Militärgebiet. Also beziehungsweise ein Flugareal, in dem Militär ihre Flugübungen machen dürfen. Das heißt, man hat des Öfteren mal Tiefflieger. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ich gesehen habe. Ich habe Formationsflüge gesehen am Himmel, live, ziemlich tieffliegend, die spiralförmig aufgezogen wurden. Also sie sind parallel aneinander vorbeigeflogen, also sich gegenüberstellend und haben Spiralen gezogen am Himmel. Nur sagen andere, ja, das sind doch Kondensstreifen, mach doch mal die Augen auf. Gut, Kondensstreifen verschwinden aber innerhalb der ersten 4 bis 5 Minuten. Dann heißt es, ja, das liegt aber auch ein bisschen am Klima. Aber ernsthaft, erzählt mir mal jemand, wie lange ein Kondensstreifen am Himmel bleibt. Erzählt mir nicht, dass die mehrere Stunden am Himmel bleiben. Diese Flugzeuge, die ich gesehen habe, haben einen Hochnebel produziert. Es war am Ende der ganze Himmel voller Schlieren. Es war diesig und es war nicht normal.